Simone, eine einjährige Wolfshund-Mischlingshündin, die als Welpe vor einem Kindergarten gefunden wurde und dann ins Tierheim gebracht wurde. Und ist jetzt das Ganze, also seit sie ein Welpe ist, im Tierheim. Und sie hat Simone als eine recht unterwürfige, freundliche Hündin. Sie hat kein Problem mit Männern, kein Problem mit Menschen, was wir jetzt hier so gesehen haben in den paar Minuten, die wir sie kennen. Und bräuchte sicher einen Menschen, der sich mit der Rasse auskennt. Also ein Wolfshund ist natürlich eine eigene Rasse, mit der man wirklich auch ein bisschen Erfahrung haben sollte, sich beschäftigt haben sollte zumindest mit der Rasse. Ist dann aber sicher ein ganz toller sportlicher Begleiter für eine Familie, die gerne draußen ist, die gerne unterwegs ist und sich ein bisschen mit der Rasse auskennt und genau diese Rasse-Eigenschaften auch gerne haben möchte in der Familie. So. Wir schauen einmal, wenn ein Mann herkommt, der Stefan herkommt, wie sie auf Männer reagiert, wenn die plötzliche Bewegungen machen. Kommst mal her. Grüßt mich einmal. Vielleicht von der Seite ein bisschen mehr. Hallo! Okay, dann seht ihr, interessiert sich eigentlich mehr für den Boden als für den Stefan. Vielleicht beugt sich mal kurz über sie drüber und begrüßt sie auch einmal. Genau. Also sie ist sehr freundlich eigentlich. Ein bisschen vorsichtig, aber recht freundlich. Was? Kommst du mich hier mal? Da passiert doch nichts. Genau. Okay. Also sie ist schreckhaft, sie kennt nicht viel, aber sie ist nicht bösartig. Sie hat nie kein einziges Mal den Stefan jetzt angeknurrt oder angebellt. Also sie ist sehr freundlich, aber halt ein bisschen unsicher. Wir schauen mal, wie sie auf neuen Untergründen tut. Ist ihr relativ wurscht. Sie will nur alles riechen. Also hat die Nase ständig unten. Natürlich, sie hat halt gar keine Reize jetzt in ihrem Zwinger und kommt unter normalen Umständen auch nicht raus. Jetzt ist natürlich alles extrem interessant, was sie da findet. Schauen wir mal, wie die Mono ist, ob sie gerne jagt. Okay, die Mono hat den Hasen schon. Hey, lass ihn aus. Ja, super gemacht. Schau, ob wir sie wegnehmen können. Ja, super. Sie ist extrem unterwürfig, man kann sie wegnehmen, sie gibt sofort her, die Beute. Also jetzt, sie jagt gerne, aber sie gibt es auch her, sie ist nie aggressiv. Sie ist ein sehr freundlicher Hund, sie kommt gern her, sie will gern gestreichelt werden. Ein wirklich lieber Hund, aber man sollte sich wirklich auch mit der Rasse auskennen, weil sie eben ein Wolfshund ist. Na, lass es los. Ja, das brauchen wir noch. Und jetzt kommst du ins Spiel. Wenn du sagst, die Mono ist dein Traumhund, dann kontaktiere mich oder das Tierheim selbst. Und dann ist die Mono hoffentlich schon sehr bald bei dir zu Hause und kommt aus diesem Zwinger raus. Und wenn du trotzdem helfen willst, auch wenn du die Mono jetzt nicht aufnehmen kannst, dann like den Beitrag, teile den Beitrag, like auf die Seite vom Tierheim. Und auch über Spendengelder, Futterspenden freuen sich die Leute im Tierheim und vor allem die Hunde natürlich. Und was ich euch anbiete, ist, die erste Stunde, wenn ihr die Mono nehmt oder einen Hund aus diesem Tierheim, ist gratis und ihr bekommt 10% auf alle meine Kurse, alle meine Trainingseinheiten, alles, was ich anbiete. Ich hoffe, die Mono findet bald ein Zuhause bei jemandem.